Hallo und herzlich willkommen zurück zu Folklore und dem Beagle. Also quasi Beagle-Folklore. Ja, der Kiez, der Gute, wurde vom Doktor gebeten, nochmal nachts wiederzukommen. Und das wollen wir doch mal in Angriff nehmen. Ich bin so froh, dass wir nicht mehr in Vacadia sind und hoffe, dass wir auch nicht wieder zurück müssen. Befürchte aber, dass wir es müssen. I don't want that. No, no, no. Es ist abends. Ich guck mal, ob man eine Quest für uns hat, auch wenn die dann vermutlich in Volcadia spielt. Mit Dr. Lester ist irgendwas. Ich darf da gar nicht rein. Okay. Ja, von mir aus. Ich habe schon gelesen, als ich einmal reingeguckt habe. Das hat mich nämlich interessiert mit dem NRW-Spieleratgeber. Der beurteilt das darauf, wie pädagogisch wertvoll das ist. Ab einem Alter von 12 wird das ja angegeben und die testen, ob das wirklich für 12-Jährige gemacht ist und wie auch Jugendliche darauf reagieren. Und es war wie für viele ab 12, ich will nicht sagen zu komplex, aber die Mordfallgeschichte scheint wohl eher für Leute ab 14 bis ab 14/16 gemacht zu sein, also eher höhere Semester. Und ansonsten haben die meisten eigentlich eher sehr viel Spaß in der Altersgruppe, für die das Spiel gemacht ist. Ich habe ja auch Spaß an dem. Ich bin nicht die Altersgruppe, aber ich wollte einfach nur sagen, ich habe da halt auch Spaß dran. Aber die haben die gleichen Bugs wie ich zwischendurch. Wenn ich zum Beispiel im Magier-Menü bin und rausgehe, freest das so komisch. Und sie jetzt schöner vertonen können. Ist Dr. Lester außer Haus? Ah, Kiez, nicht wahr? Bitte, kannst du bitte meinen Mann finden? Ich kann ihn nirgends im Dorf finden. Er verlässt das Haus fast nie. Ich habe solche Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Suzette ist zum Leuchtturm und Strand gegangen. Dann ist da noch das Hänge. Gut, ich werde dir helfen. Das machen wir natürlich. Irgendwie wirkt Ellen im Moment eher wie die Böse des Ganzen. Ich mag mich da ein bisschen irren. Vorurteile haben. Sie wirkt schon. Du. Ist der Doktor da? Nein, ich kann ihn nicht nirgends finden. Ich habe am ganzen Strand gesucht. Ich gehe zum Hänge. Das ist so ein furchterregender Ort. Keiner geht dorthin. Vor allem nicht nachts. Da kriege ich ja Mitleid. Da fällt mir ein, sucht Ellen nicht auch? Ich habe sie nicht gesehen. Sie ist nicht zu Hause. Zu Hause? Kann man das wirklich zu Hause nennen? Naja. Das hätten sie eigentlich auch ein bisschen vertonen können. Naja, egal. 2007. Ist ja auch jetzt schon eine Weile her. 15 Jahre, 16 Jahre ungefähr. Hey, wer sind Sie? Oh, toter Doktor. Er ist tot. Wer eigentlich? Zeit für den geheimnisvollen Gast einzutreten. Du meine Güte, was ist passiert? Er wurde ermordet. Keine Ahnung, wer das war. Die Hack, sie war es. Die Hack? Du glaubst wohl an Märchen. Nein, das ist diese seltsame Frau, die hier rumlungert. Vielleicht hat dein Kommen diesen Wahnsinn ausgelöst, Ellen. Oder auch du, Kiez. Vielleicht waren wir es ja. Oder das Schicksal. Entschuldigung, Leute. Nimm mich mal wieder ein. Und jetzt?
Warum wurde der Doktor getötet? Was könnte das Motiv sein? Wie es aussieht, muss ich mich ausgiebig mit Mr. Lester unterhalten. Ne, mit Mrs. Lester, Entschuldigung. Mr. Lester ist ja tot. Hallo, gute Frau. Es tut mir leid. Ich möchte den Tod deines Mannes untersuchen. Alan war gestern hier. Wie war ihre Beziehung zum Doktor? Ich weiß es nicht. Sie erinnert mein Ehemann an Cecilia. Wer ist denn jetzt Cecilia? Und er hat Cecilias Namen gemurmelt. Cecilia? Sie war mit Harith befreundet, aber sie ist auch schon seit 17 Jahren tot. Wie viele Tote hier sind? Noch mehr Tote. Ist hier niemand mehr im Leben? Da muss ich Keats jetzt aber recht geben mit der Frage. Ich ertrag das nicht mehr. Es tut mir leid. Ich glaube, das ist genug für mich. Für heute. Du bist sicher auch müde, Keats. Danke, dass du nach meinem Mann suchst. Ich glaube, du hast recht. Ich sollte zurückgehen. Sollte ich wohl. Gestern war ein anstrengender Tag. Ich bin erledigt. Ja, komm, wir gehen schlafen. Hoppala, da war ich mit dem Arm. Ich krieg doch eh keine Quest ab. Mach ich nächste Mal. Wie gesagt, die Warwelt. Der schläft eigenartig. Das wäre mir viel zu unbequem. Das ist... Warum bin ich hier? Hey, schlafwandeln, was? Was schlimmer als Alan? Hm? Spricht man vom Teufel? Die beiden hängen doch voll zusammen. Ich wette, wenn man das aus Alans Sicht spielt, ist er der komische Böse. Hm. Keats, warum bist du hier? Tja. Wegen des Mörders solltest du besser aufpassen. Alan, hast du eine Verbindung zu diesem Ort gefunden? Ja, aber das geht nicht. Ich frag mich, warum. Das ist aber merkwürdig. Darf ich mir das mal ansehen? Wie sie jetzt ständig da steht. Ja, natürlich. Hm, die Krankenakte von Dr. Lester. Wie sie da steht, ey. Tja, ich mach mich auch mal auf den Weg. Keats, ich brauch dich. Bitte finde diesen Mörder. Die Vergangenheit ist der Schlüssel. Die Morde von damals und heute hängen zusammen. Die Leute im Dorf verbergen etwas. Ich muss die Wahrheit wissen. Was vor 17 Jahren passiert ist, hängt mit mir zusammen. Ach, sie gibt's zu. Hm, dieses Bild. Ich habe es in der Krankenakte gefunden. Ein Bild vom Meer? Ich habe es schon mal gesehen. Cecilia hat es wohl versteckt. Warum bekommt es mir so bekannt vor? Und warum weiß jeder jetzt, wer Cecilia ist? Ah, ich weiß, der Ausblick vom Strand. Sieht aber nicht so aus. Geh zur Küste, dann siehst du's. Warum weiß denn jetzt jeder, wer Cecilia ist? Nur weil kurz mal erwähnt worden ist, dass das eine alte Schulfreundin ist? Naja, ich nehme das jetzt mal so hin. Eine Krankenakte. Das sind die Krankenakten eines Jungen namens Seraph. Er scheint sehr krank gewesen zu sein. Also mal sehen, was mir die Toten zu sagen haben. Bitte lass es eine schöne Welt sein. Ich habe ein Familienfoto und eine Krankenakte. Ich mache erst das Familienfoto. Scheint sich nichts zu rühren. Dann mache ich die Krankenakte.
Voll die Action. Bitte jetzt kein Asylum oder so. Diese Blumen sollen an Harris Tod erinnern. Ich bete sie auf. Das ist schön, dass ich das so schnell nicht lesen konnte. Lippe von Zeit, was? Witzig, dass es ausgerechnet die Klippe ist, wo sie sich da alle irgendwie gefühlt runtergestürzt haben. Bitte lass es was Schönes sein. Bitte lass es was Schönes sein. Wieder sowas wie die Fairy-Welt. Keine Kriegswelt. Von mir ist auch eine Albtraumwelt, aber keine Kriegswelt. Okay. Hey. Einfach da reinspringen? Vor langer Zeit haben sich diese Menschen eine Unterwelt geschaffen, die weit jenseits der Heiligen Meere liegt. Ich kann sehr gut verstehen, warum. Ich bin wieder dran, ich bin wieder dran. Nichts zu lesen. Ach da, alte Hauptstadt. Kiez, das ist die Meerstadt. Bitte lass die besser sein. Von allen Vergessenen ist es ihr Schicksal, in Vergessenheit zu geraten. Und langsam zu zerfallen. Das ist geil. Von all den Vergessenen. Die werden vergessen, die Vergessenen. Die Glore ist darüber im vergessenen Palast. Ist drüben im vergessenen Palast. Aber Vorsicht, die Fairies sind anscheinend an diesen Ort gekommen. Mir ist die Geschichte wichtiger als die Folklore. Aber warum nur folgen diese Fairies Alan? Werden sie am Ende nicht vertrieben, so wie in Warcadia? Ihr Ziel liegt im Herzen der Unterwelt, der Unterweltkern. Das ist das endgültige Ziel für jene, die in der Unterwelt die Wahrheit suchen. Das sagt mir nicht viel. Kannst du mir mehr sagen? Begrabene Erinnerungen, verschüttete Wahrheiten. Es ist ein Ort für Gefühle und Erinnerungen, die das Leben unerträglich machen würden. Menschen können ihre Leben fortsetzen, wenn sie diese Dinge dort lassen. Es ist also das Vergessen. Also der perfekte Ort, um nach Alans verlorenen Erinnerungen zu suchen. Die Fairies wollen diese Gedanken und Erinnerungen aus der Unterwelt befreien. Von den Menschen Vergessenes. Ich glaube, ich verstehe. Endlich fange ich an zu verstehen. Ich auch. Vielleicht. Ich habe eine Theorie jetzt gerade. Und zwar ist meine Theorie... Ich habe für den Boss keinerlei XP bekommen, wie arschig. Aber die Welt sieht gerade ziemlich schick aus. Guck mal, hier bewege ich mich doch schon mal direkt viel lieber, egal was die Gegner sind. Das sieht schick aus. Vielleicht ist Alan auch einfach diese Cecilia. Ist das zu glauben? Der Herr der Fairies kommt persönlich hierher. Ja. Das sieht cool aus. Das sieht aus wie so ein Wishpaint. So Aquarellmalerei. Denk dran, wenn du zur Gabelung kommst, dass die Folklore sich im vergessenen Palast befinden. Das ist nett von dir, danke. Wer bist du? Harif? Harif. Bist du nicht Harif? Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Ich bin gar nicht eingeblendet. Ja, wer bist du? Wir haben uns schon kennengelernt.
Ich bin ein Reporter. Ich arbeite für eine Zeitschrift namens Unbekannte Domäne. Wirklich? Ich kenne diese Zeitschrift. Ich habe sie immer gelesen. Wirklich? Du hast einen guten Geschmack. Junge, ey, die Zeitung ist also seit 17 Jahren existent. 17 Jahre? Dann kann die sich so schlecht nicht verkauft haben. Also, was hast du vor? Ich gehe zum Sumpf des Vergessens. So kann meine ganze Existenz vergessen werden. Wenn du nur mit mir reden würdest, könnte ich vielleicht alles in Ordnung bringen. Vergiss es einfach. Wegen Leute wie dir muss ich verschwinden. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Entschuldigung, aber wenn das immer so eingeblendet wird. Weg ist er. Und tschüss, Junge. Das erinnert mich an eine Alice Madness Returns Welt, auch wenn die natürlich ein bisschen schicker aussah. Aber das Spiel kam ja auch später raus. Ey, yo, ich hab voll die seltsamen... den hier. Den habe ich ja schon. Ich will mal Pucki wieder haben. Das ist meine Rollmaus. Ja, die Rollmaus. Ist die, wenn ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde? Den hier. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber ich finde ihn nicht schlecht. Das sind diese Bugs, die ich meine, wo es dann hier zart. Die gehen auch so. Aua. Nee, nee. Aua. Die sind hier wieder so einfach. Azrai. Okay. Achso, warte. Mach doch. Geht's. Entschuldigung. Das geht wieder so einfach. Das ist Wahnsinn. Jetzt, wo ich weiß, wie man ausweicht. Boah, krass, oder? Alles blubbert. Ich finde das Blubbern viel schöner als das Schießen. Wisst ihr was? Ich glaube, heutzutage funktionieren Kriegsspiele aus gewissen Gründen der Umwelt schon gar nicht mehr so gut. Also, das heißt Kriegsspiele, aber so Kriegsumgebung wie da, das hat mich richtig runtergerissen. Nicht nur wegen, auch die ganze Welt, deswegen bin ich da richtig durchgehetzt eigentlich. Übrigens habe ich gelesen, dass Kiez den Stein gar nicht aufmachen kann. Diesen einen, wo ich gedacht habe, warum geht das nicht? Weil man ein Windelement braucht. Und wir haben aus der einen Fairy-Welt nicht alle. Oh, das Ding wehrt sich. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gebe ich ehrlich zu. Mach doch, Kiez. Gibt's mir Darakusu. Ach, egal. Ich gebe auf mit den Namen, wirklich. Ja. Muss ich nur lange noch drauf pfeffern oder was? Ja, anscheinend schon. Okay, das ist okay. Ich sollte doch nochmal hier diesen einen anmachen. Okay. Mhm. Aber mal den aus der Kriegswelt. Reicht das schon oder? Nein, das reicht nicht. Das reicht auch nicht. War das Zufall, dass der hochgekommen? Oh. Einmal direkt daneben geschossen. Hat gereicht. Und jetzt will man. Der geht nicht. Doch, der geht auch. Ah, no, 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 no. Weil der macht nämlich, meine ich, mehr Damage als der ganz normale. Ne, irgendwie macht das. Ist der normale besser? Mach doch, Kiez. Kiez, will ich. Hab ich hier irgendwie. Aber geht nicht. Geht auch nicht. Auch nicht. Wasser ist recht nicht. Brauche ich vielleicht einen von denen?
Eiselement. Versuche ich jetzt mal. Aha. Wow. Komm, ist okay. Ja. Er macht nicht beide. Er macht nicht beide. Mach doch. Okay, jetzt guck ich mal, dass ich dich hier nämlich platt mache. Das warme Baumnuss. Was bringt mir das denn überhaupt? Warte. Ich will jetzt wissen, Fuchs. Wir sind die eh alle nicht durchgegangen. Hier ja nicht. Azrai. Azrai sind wunderschöne Wassernymphen. Wo sind die wunderschön? Naja, zumindest sehen sie sich selbst so. Ah, ob auch andere Völker diese Meinung sind, ist nicht bekannt. Sollen sie sich weiter schön finden? Jedem das seine. Wie geht das eigentlich? Und dann... Nein. Was kann ich denn damit freischalten? Das muss ich mir mal angucken. Ah! Draruku. Ihr Kristallpanzer zieht Licht an, sodass die Draruku immer weiß, was überirdisch vor sich geht. Meistens schläft sie, kann jedoch blitzschnell sein. Oh, hab ich das gemacht? Anven treten stets in Gruppen auf und besitzen keine wirklichen Verständnisse von Individualität. So trauen sie auch nicht, wenn einige von ihnen gefressen werden. Überleben des Stärkeren und so. Hawk. Die Hawks sind kleine Guerillakrieger, die neben dem Feind gerne ihre Chefs bekriegen. Planen können sie gut, doch ausführen, da fehlt ihnen der Mut. Bullseye. Sie lieben es, in Stellung zu gehen und Feuersalben abzugeben. Teamarbeit ist ihnen wichtig und sie werden sofort ganz zaghaft, wenn sie plötzlich alleine sind. Baraga. Der Baraga ballert gern ziellos herum. Er macht sich gerne wichtig, vermag aber in Wirklichkeit nicht besonders viel auszurichten. Volcano. Wird er zornig, flambiert er Feinde als auch Freunde. Sobald er sich selbst versenkt, kommt er wieder zu sich und bedauert seine Taten jedes Mal. Passiert... Garderk. Gott. Eine Kriegswaffe, die den Namen des Speers eines mythischen Helden trägt. Schon wenn die Guerillas die Waffen von fern hören, suchen sie das weiter. Der Patriot. Er trifft den Angriff des Feindes stets frontal entgegen und das Gesicht auf dem Schild eines jeden Patrioten zeigt ein anderes Gefühl. Aus Frust über die Schussweite der Gargantuas plant die Guerilla einen heimlichen Angriff, doch bisher hat sich noch keiner freiwillig dafür gefunden. Das hatten wir schon. Okay, geh mal hoch. Den hier benutze ich so oft. Also. Cool. Brüller nach mit Bug besiegen. Aha. Den benutze ich nicht oft, den benutze ich aber auch oft. Aber ich besiege keine Fuchs mit dem, ich verstehe den nicht. Den benutze ich auch recht oft. 30 Fuchs mit... Ach, habe ich noch nicht gemacht. Der hat immer nur angeditscht, ne? Es tut mir leid. Der arme Dude. Ich habe kaum mehr Leben. Das ist ein bisschen frustrierend, gebe ich zu. Es sind gar nicht so viele.
Oh, was mache ich? Was mache ich denn? Ach, Scheiße. Frag mich nicht, ich weiß es einfach nicht. Das ist mir einfach so passiert. Und hier ist noch einer. Wirklich nicht schlecht. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Das geht aber auch so schnell. So. Ja. Okay. Warte, nein, da hinten ist eine Kugel. Wenigstens ein bisschen Leben. Ach, da geht's auch lang. Wow, okay. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Ich weiß es nicht. Man munkelt noch. Ich glaube, ich bin jetzt aber wieder irgendwie hintenrum zurückgelaufen, glaube ich. Ah, komm, ich will anständig ausweichen, aber irgendwie... Boah, wie können die mich in dem Angriff angreifen? Das ist doch unfair. Ich kann die ja auch nicht angreifen, wenn ich damit beschäftigt bin. Wo gehe ich überhaupt hin? Ich habe so keine Ahnung. Ich laufe hier einfach kreuz und quer rum. Und hoffe, dass ich irgendwo rauskomme. Wo bin ich hier? Ah, hi. Hier bin ich. Am Eingang. Sag ich doch. Tschüss. Ja, weiß ich. Ich bin falsch gelaufen. Da hinten wollte ich hin. Tschüss, ihr Dudes. Glück gehabt. Wie soll das überhaupt gehen, wenn... Das ist doch lächerlich. Also das ist überhaupt nicht richtig, ehrlich. Ey, komm, ich hab's gemacht! Ich hab's gemacht! Aber das interessiert den überhaupt nicht, dass ich's gemacht habe. Die Batterie meines Controllers ist einfach schon fast leer geblieben. Okay. Ich finde die umständlich, die Gegner. Ich finde die richtig umständlich. Oh, komm schon! Ich hab's gemacht!
Ich habe auch das Timing jetzt nicht falsch. Er nimmt's mir nicht. Du bist richtig empfindlich mit dem Timing, ey. Eine Buchseite. Schön, dass ich eine Buchseite habe, aber kein Leben hier irgendwo bekomme. Hier gelandet. Ich soll einen Boss machen? Was? Ist ja doch doof, ehrlich. Hatte ich. Das wusste ich nicht. Azrael hatte ich nicht. Aber das funktioniert auch nicht. Scheiße. Aber wie denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Mal wieder nicht. Denn es passiert doch gar nichts. Ja, ja, ja. Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. Wenn die gefroren sind, könnt ihr euch dann eventuell nein. Doch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Was ist das jetzt in den Hut gegangen oder so? Ich verstehe es einfach nicht. Ich weiß einfach nicht, was ich hier machen soll. Zu sein, aber irgendwie passiert halt nichts. Hä? Ja. Kann ich sie dann angreifen? Ist es das? Ja, das ist das. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wieder mal. Okay, ihr Lieben, ich bin dann jetzt hier für heute raus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Folklore. Haut rein!